Hallo Wanderfreunde und Abonnenten von meinem Kanal. Ja, wir haben heute Samstag, den 4. September 2021 und ich bin mal wieder auf einer Wandertour. Aber nicht für mich alleine, sondern das ist ein Wanderevent von Wir am Weg. Ins Leben gerufen wurde das Ganze vom Peter Offner mit seinem Kanal Ich am Weg. Ich verlinke euch das aber alles unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da mal reinschauen und euch das selbst durchlesen. Also wie gesagt, ich bin jetzt da auch auf dieser Wanderung von diesem Event Wir am Weg. Und ich bin bei mir daheim in Aachen gestartet und eine richtige Tour geplant habe ich nicht. Mein Ziel ist es jetzt Richtung Rheinau, Freistädt zum Laufen. Das ist an der französischen Grenze. Ja, das sind so circa 10 Kilometer, wenn man da jetzt direkt hinläuft. Und wenn das 10 Kilometer hin sind, dann sind es logischerweise auch wieder 10 Kilometer zurück. Also wird es wohl so um die 20 Kilometer geben, die Wanderung heute. Wobei ich glaube, ja, weil es ja nicht direkt hin und zurück ist, wird es sehr wahrscheinlich etwas mehr geben. Da ist gar kein Zwang dahinter. Das ist einfach Spaß am Wandern. Und von daher habe ich mir da jetzt auch keine genauen Ziele so gesetzt. Ich möchte da einfach halt Spaß dran haben. Das ein oder andere vielleicht ausprobieren. Ja, wie man sieht, momentan laufe ich mit diesen Aborigine-Sandalen. Werd aber, sobald es geht, wechsle auf Barfußlaufen. Aber jetzt am Anfang, weil das hier ziemlich ja, Belag ist, der für die Füße relativ anspruchsvoll ist, möchte ich nicht direkt barfuß starten, sondern mit diesen Sandalen. Aber ich werde dann irgendwann mal wechseln auf barfuß, wie gesagt. Muss ich mal überlegen, wie ich jetzt am besten laufe. Ja, wir laufen da lang. Ja, dann werde ich irgendwann mal auf jeden Fall auf barfuß wechseln, weil mir das eigentlich lieber ist. Aber ich bin diese Woche schon mal gelaufen, 15 Kilometer auf Asphalt barfuß. Und das ist halt doch schon ziemlich, ja, es geht auf die Haut, sagen wir es mal so. So ein Asphalt kann sein wie Schmirgelpapier. Und von daher starte ich jetzt mal so und dann mal gucken. Also wenn euch das interessiert, würde es mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und dann gucken wir mal, was so rauskommt dabei auf dieser Tour. Und wie gesagt, in der Videobeschreibung gibt es die ganzen Links. Da könnt ihr auch mal schauen. Da laufen noch jede Menge andere Leute mit. Und aus verschiedenen Gegenden, also nicht hier, sondern ja, aus Österreich sind welche dabei, aus Deutschland sind welche dabei. Ich weiß nicht von wo sonst noch, muss da selber mal gucken, wer da jetzt alles so mitläuft. Aber ich denke, es gibt eine richtige Gaudi und von daher, wir haben Spaß und wenn ihr an den Videos Spaß habt, wäre es ja toll. Also dann. Auf geht's. Ja, ich bin jetzt da gerade vorbeigekommen und da hat der Bauer gerade das Gras gemäht. Das ist jetzt ziemlich frisch. Ich habe den noch gesehen, wo er wegfahren ist. Und es riecht so richtig klasse. Also ich rieche sowas gern. Aber wenn es mal regnet oder im Wald dann diese Gerüche. Und so frisch gemähtes Gras oder umgeworfen hat es gerade, ich habe keine Ahnung, aber das riecht so richtig intensiv, richtig klasse. Also, dann geht es jetzt mal weiter. Und was ich auch schon festgestellt habe, dass die Mücke mich schon wieder verfolgt. Also ich glaube, ich muss in nächster Zeit mal eine Pause einlegen und mich mit so einem Mückenschutz einreiben. Momentan geht es zwar noch,
aber ich merke, sie kommen. Sie haben mich gewittert. Ja, und jetzt seit, das sind es jetzt 1,5 Wochen, lebe ich ja relativ zuckerfrei. Und das möchte ich auch beibehalten. Also auf jeden Fall Industriezucker komplett meiden und den anderen Zucker auch, ja, so gut es geht, einschränken. Und ich bin dann mal gespannt, ob das dann was ausmacht. Weil die Mücke oder speziell auch die Zecke, die gehen ja wohl auch auf den Geruch vom Menschen. Also diese Milchsäure, was der Mensch ausströmt. Ja, und da hoffe ich, dass das vielleicht mit ein Effekt dann ist, dass ich von der Mücke und Zecke etwas mehr verschont bleibe. Das wäre natürlich toll. Das wäre nur ein Effekt mit diesem Zuckerfrei. In erster Linie ist es halt, ja, für den Körper. Zu viel Zucker ist nicht gut. Also, aber jetzt laufe ich weiter, genieße den Tag, wünsche euch auch viel Spaß. Bis zum nächsten Stopp. Also jetzt bin ich in Gamshorst angekommen, also kurz vor Gamshorst. Und wie man es hört, ich denke, man hört es, es ist 12 Uhr mittags in Deutschland. Die Glocken läuten. Ja, und ich laufe jetzt weiter Richtung Rheinau zur französischen Grenze. Ja, und ich schalte dann immer wieder mal ein. Ach, und kurze Info noch. Zum Essen habe ich so einen Edelnussmix dabei. Dann habe ich 2 Bananen dabei. Dann habe ich 2 Äpfel dabei. Dann habe ich meine geliebten Medjool-Datteln, die großen. Dann habe ich Kakaonips dabei. Und die Kombi schmeckt echt so lecker. Ich könnte mich da reinsetzen, echt. Zum Trinken habe ich 1,5 Liter Wasser dabei. Da habe ich eine Brausetablette drin mit Magnesium und ja, so anders zeigt es noch. Ist Magnesium Sport 400. Also das reicht eigentlich für einen Tag. Und dann habe ich noch so ein kleines Fläschchen mit Wasser dabei auf der Seite vom Rucksack. Ja, das müsste eigentlich reichen. Aber wenn ich in Freistädt bin, also an der Grenze, da ist eh nochmal so ein, was ist denn das? Ich glaube ein Edeka oder Rewe. Nein, ich glaube ein Edeka ist das. Also da könnte ich notfalls dann auch nochmal was einkaufen. Vielleicht nochmal ein bisschen Wasser nachtanken, weil Sonnenschein ist relativ warm heute. Also Flüssigkeit ist wichtig. Dann werde ich da mal gucken, dass ich da vielleicht noch ein bisschen Wasser kaufe. So ein isotonisches Getränk. Aber das muss ich mal sehen. Und natürlich nichts kaufen mit Zucker, was ich früher immer gemacht habe. Dass man geschwind irgendwo sich nur was holt beim Bäcker, süße Stückle. Oder dann im Laden, wenn man reingeht. Da habe ich mir öfters mal dann irgendwelche so Energieriegel gekauft und da ist ja eigentlich fast überall Zucker drin. Das werde ich versuchen. Nein, ich werde es vermeiden. So. Ach ja, ein Nebeneffekt von 2 Wochen zuckerfrei. Ich wiege mich ja auch so ein bisschen zum Gucken. Und ich habe jetzt in der Zeit, also knapp 2 Wochen, 1,5 Woche, 700 Gramm abgenommen. Also knapp 1 Kilo. Das ist jetzt nicht mein Ziel, unbedingt Gewicht zum Verlieren. Ja, so ein bisschen schon. Am Bauch so ein paar Fettpölsterle sollten weg. Ich habe jetzt knapp 68 Kilo, jetzt momentan sind es 67,3. Und wenn ich so etwas unter 65 bin, ist eigentlich so mein Wohlfühlgewicht. Das wäre in Ordnung. Und ich denke mal, mit Weglassen von Zucker wird es auch erreichbar sein. Gerade haben wir es davor, wenn man guckt, Bäckerei.
Da bin ich ja früher gern mal rein. Werde ich aber heute auf jeden Fall auslassen. Also, da geht es jetzt mal weiter. Muss ich gucken, wo ich laufe. Ob ich jetzt in diese Richtung laufe oder in diese. Ne, ich laufe da jetzt rum. Da geht es nachher über so ein kleines Brückle drüber, direkt in Gamshurst. Und dann geht es relativ auf direktem Weg nach Freistädt an die Grenze. Und wie gesagt, wenn ich dann in Freistädt bin, dann habe ich ja gut meine, ja, bis dahin sind es 12 Kilometer, 13 Kilometer. Und dann auf dem Heimweg schaue ich dann, ob ich da noch einen Umweg laufe oder ob ich dann direkt heimlaufe, je nachdem, was die Füße sagen, was mein geschundener Körper sagt. Weil ich möchte morgen auch nochmal raus und laufen. Morgen möchte ich in Schwarzwald hoch, Schwarzwald eine Tour machen. Von daher schauen wir mal. Also, weiter geht's. Es läuft und macht Spaß. Noch ein letzter Blick auf Gamshurst, bevor es Richtung Rhein geht. Vom Wetter her gut, Sonne scheint, angenehme Temperatur. Ja, der Weg könnte besser sein, jedenfalls fürs Barfußlaufen. Aber ich quäle mich heute nicht. Ich laufe mit meinen Sandalen. Darf man sich auch mal gönnen. Dazu hat man sie ja. Also, weiter Richtung Rhein. Also, wenn man jetzt schaut, da vorne, das ist jetzt Rheinau Freistädt. Und ja, ich habe jetzt 13,5 Kilometer auf der Uhr, bin etwas über 2 Stunden unterwegs. Und jetzt gehe ich in Freistädt, in diesen, ich glaube Edeka ist das, in den Edeka rein. Da hole ich mir nur Kleinigkeit zum Trinken. Mal gucken, ob sie das hin, was ich möchte. Dann werde ich mir noch ja, so 1-2 Packungen Nüsse holen. Ja, ich denke, das war's dann. Mehr oder weniger. Ja, dann laufe ich an der Rhein weiter. Werde am Rhein eine kurze Pause machen. Vielleicht kurz nach Frankreich rüber. Einen Schritt, dass ich sage, ich war in Frankreich. Ja, dann gucke ich mal, wie ich wieder zurücklaufe. Also ich denke, bis ich am Rhein bin, ja, dann habe ich bestimmt 15 Kilometer. Also wenn ich dann die gleiche Strecke zurücklaufen würde, werde ich auf 30 kommen. Aber ich möchte noch ein Stückle am Rhein entlang hochlaufen. Richtung Bade-Bade-Karlsruhe. Also nicht so weit, um Gottes Willen. Nur die Rheinseite hoch halt. Und dann irgendwann werde ich mal rechts abbiegen und Richtung Aachen wieder laufen. Und dann halt so über die Felder, Wiesen. Und dann gibt es auch die kleinen Ortschäfte da überall. Mal gucken. Also ich schätze dann mal, dass ich also 35 Kilometer werde ich vielleicht zusammenkriegen, denke ich. Also wenn ich jetzt von Freistädt, da wo ich dann bin, habe ich ja 15 Kilometer drauf. Wenn ich da direkt heimlaufen würde, laut Komoot sind es dann so 11 Kilometer. Ja, dann bin ich auch bei knapp unter 30. Also von daher 35 Kilometer kommen zusammen heute. Also dann bleiben wir gespannt. Bis jetzt ist es gut. Alles noch topfit. So, jetzt bin ich in Rheinau-Freistädt beim Edeka-Markt. Und ja, jetzt könnte mir die Dame drücken, dass ich standhaft bleibe und keine Süßigkeiten einkaufe.
Aber ich denke mal, das schaffe ich. Der feste Wille ist da und dann klappt das auch. Also, ich zeige euch nachher, was ich einkauft habe. Auf eines hoffe ich ja mein Getränk, dass ihr das dahin, weil das mag ich echt. Aber ich zeige es euch dann. Ich würde sagen, erfolgreich eingekauft. Also, zum einen habe ich jetzt die 15 Kilometer voll. Zum anderen war ich jetzt gerade in Freistadt beim Einkaufen in dem Edeka-Lade. Ja, war alles erfolgreich. Und jetzt bin ich auf dem Weg an den Rhein. Und am Rhein mache ich dann eine kurze Pause. Werde eine Kleinigkeit trinken und essen. Und dann geht es weiter, so wie geplant, am Rhein ein Stückchen hoch. Ja, und dann irgendwann werde ich mal links abbiegen Richtung Heimat wieder. Aber da hole ich dann euch wieder dazu, spätestens am Rhein. Also, bis nachher. Nach 19,5 Kilometern bin ich jetzt in Frankreich an der Grenze angekommen. Ich werde jetzt aber hier am Grenzübergang Rheinau-Freistädt nicht großartig filmen. Das werde ich ja anders mal machen. Ich bin ja öfters mal hier mit dem Auto. Dann werde ich da mal halten und werde euch da unter anderem auch, da gibt es so eine Fischtreppe, da kann man reingehen und kann sich das anschauen. Und das werde ich euch dann mal zeigen, wenn ich mal wieder hier bin und werde dann mal hier an der Grenze ein bisschen rumlaufen und die Sache da filmen. Vielleicht auch mal in Kehl an der Grenze und in Baden-Baden oben, Iffezheim da an der Grenze. Kann ich es vielleicht auch mal machen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt 19,5 Kilometer auf dem Buckel. Ja, und jetzt laufe ich wieder zurück Deutschland. Und ja, heimlaufe werde ich nicht genau der gleiche Weg. Wie gesagt, ich werde so ein Stückle Richtung Bade-Bade da hochlaufen, aber nur so die so annähernd hoch. Und dann mal gucken. Aber als nächstes werde ich jetzt, wenn ich zurücklaufe, mir irgendwo einen Platz suchen, wo ich dann mal was essen werde. Weil wie gesagt, fast 20 Kilometer auf der Uhr, ich habe jetzt richtig Kohldampf. Und da vorne ist ja auch nochmal so eine Totaltankstelle an der Grenze am Übergang. Da werde ich mir nochmal Wasser holen, weil ich glaube, mit meinem Wasser komme ich nicht so ganz aus. Ich habe zwar mir nur beim Edeka vorher einen Saft geholt, so ein Gemüsesaft. Ja, den werde ich dann zu meinem Essen mir genehmigen. Aber Wasser brauche ich trotzdem nochmal. Da habe ich jetzt vielleicht gerade noch einen Liter und das könnte eventuell knapp werden. Also, weiter geht's. So Freunde, jetzt bin ich noch auf der französischen Seite, also da drüben ist der Rhein. Und ich werde mir jetzt aber hier, hoppla, umstellen,
eine Kleinigkeit, was zum Essen machen, was trinken. Ja, so grüne Peperoni. Und dann habe ich ein Kürbiskernbrot und so Vollkornbrot. Ich denke, das Vollkornbrot. Und dann habe ich hier noch so ein grünes Saft. All in Fruits. Ich wollte zwar einen anderen, den haben sie aber leider nicht gehabt. Was tut es gut? Muss ich mal gucken, ob die Kamera richtig steht. Das sieht so niedrig aus. Ja, doch. Müsste passen. Kilometer. Das ist schon ganz schön heftig. Richtig gut. Der etwas süßliche Saft da, ist aber kein Zucker drin, also kein Kristallzucker, nur Fruchtzucker. Und dann das Säuerliche da von den Peperoni, das hat echt was. Also, dann würde ich sagen, ich esse jetzt hier in Ruhe fertig, in Ruhe. Und dann nehme ich euch wieder dazu, wenn es heimwärts geht. Und wie gesagt, das war ja mein Ziel eigentlich, dass ich heute bis nach Frankreich laufe, an Grenze und dann nach Frankreich noch kurz rein, wenn es mal so ein bisschen ist. Das war das Ziel, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt gucke ich in aller Ruhe, welche Strecke ich heimlaufe. Wie gesagt, die direkteste Strecke wäre aber direkt an der Straße entlang halt, wäre so 11, 12 Kilometer. Ja, und wenn ich jetzt noch da rein, der hohe Stieg laufe, keine Ahnung, kann jetzt 15 werden, 20 werden. Keine Ahnung. Aber egal, ich lasse mich da jetzt überraschen, ich lasse mich treiben. Wie sagt man, so weite Füße tragen. Ja, ich spüre es auch schon ein bisschen, so schnell. So, jetzt habe ich ja überlegt, ob ich hier den Weg und dann hier hochlaufe. Aber ich glaube, dass das nur dahinter so eine Landzunge ist und ich da gar nicht mehr ganz auf die andere Seite komme. Also ich denke mal, ich muss auf jeden Fall hier hinten hin. Und da kann ich dann schauen, dass ich irgendwie am Rhein entlang laufe. Aber in dieser Landzunge wird es nicht gehen. Na egal, jetzt laufen wir mal. Es geht auf jeden Fall jetzt wieder Richtung Heimat. Wenn man jetzt guckt, vielleicht kann man sehen, dahinter ist das Schild Bundesrepublik Deutschland. Also wir sind dann wieder in Deutschland. Ja, mit dem Fahrrad wäre jetzt auch schneller. Aber dem soll nicht so sein.
Noch mal einer. Ja, und da sieht man es jetzt. Bundesrepublik Deutschland. Jetzt gucke ich hier bei der Totaltankstelle, dass ich mir dann noch mal geschwind Wasser hole. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt nur noch knapp einen Liter. Ich denke nicht, dass das reicht. Also. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Oh, I hope this feeling lasts till the ocean. Über 35 Kilometer. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Warum macht er das? Vielleicht falls ihm. Alleine. Ja, vielleicht gerade alleine. Ach so. Hallo. So, ich bin jetzt kurz vor der 40 Kilometer Marke. Und ja, ich würde sagen, so langsam merkt man es auch. Irgendwann, glaube ich, läuft man einfach nur noch. Man weiß, man hat Schritte zum Tun und die Schritte tut man halt. Auch wenn es etwas, ja, Schmerzen tut. Das nächste ist, was ich festgestellt habe, wenn ich zum Beispiel eine Pause mache oder kurz davor bin, dann überlege ich mir, ob ich jetzt die Pause wirklich mache oder ob ich vielleicht noch 1, 2, 2,5 Kilometer laufe. Mit dem Hintergedanke, so eine Pause tut zwar gut, aber nach der Pause muss man halt wieder weiterlaufen. Und das ist jedenfalls bei mir so. Die erste, ja, 500, 700.000 Meter, ist es dann so, dass man da richtig schwer ins Laufen reinkommt. Also da gehen dann die Füße extrem weh und es vergeht aber so bis spätestens einem Kilometer. Und dann ist man in seinem Trott wieder drin, in seinem Schmerz wieder drin und dann passt es auch wieder. Aber man versucht es halt ein bisschen rauszuziehen, die Pause. Und wenn es gerade so läuft, dann läuft man halt weiter. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt kurz vor der 40 Kilometer Marke, bin dann aber noch nicht zu Hause. Ich bin jetzt da irgendwo bei Muggeschopf, heißt es. Oder Muggeschopf bin ich durch. Ich weiß auch nicht genau, wie viele Kilometer es noch sind bis zu mir heim. Danach müsste dann irgendwann kommt Unzhorst. Ja, und ich schätze mal, ja, also mehr wie 10 Kilometer sind es nicht. Ich denke mal irgendwas zwischen, ja, so 5 und 10 Kilometer, 7 Kilometer vielleicht, schätze ich jetzt mal. Außer ich verlaufe mich nochmal ein bisschen, mache einen Schlenker irgendwo, dann könnte es auch nochmal mehr werden. Aber wenn man so viele Kilometer jetzt auf den Füßen hat, dann gibt man sich Mühe, sich nicht zu verlaufen. In Freistädt, wo ich in Frankreich war, an der Grenze, bin ich losgelaufen, da hatte ich mich ja auch so ein bisschen verlaufen. Da bin ich zwar in meine Richtung gelaufen, habe dann aber gemerkt, dass ich irgendwann im Yachthafen war und da ging es dann nicht mehr weiter. Da musste ich umdrehen und zurück und bin dann wieder da in Freistädt, da wieder rauskomme, wo ich losgelaufen bin. Dann habe ich geguckt, es waren ziemlich exakt 5 Kilometer, was ich da zusätzlich gelaufen bin. Ja, aber ist ja egal. Ich wollte heute Kilometer machen, von daher hat es passt. Ja, und auf Komoot werde ich das ja auch mit verlinken. Ich zeichne das ja auf. Dann könnt ihr euch den Schlenker mal angucken bei Freistädt.
Schlustig. Ja. Also ihr seht, mir geht es noch gut, solange ich noch drüber lachen kann, ist alles halb so schlimm. Also, dann schlurfe ich mal weiter vor mich hin. This is a song about a strong girl. Ja, hallo Leute. Ja, es ist jetzt mittlerweile zappeduster. Man sieht echt nichts mehr. Und von daher verabschiede ich mich jetzt. Also ich bin jetzt Stand, gerade eben sind es 42 Kilometer. Und ich schätze mal, dass ich nur so knappe, ja vielleicht sind es nur 7 Kilometer, 8 Kilometer, weiß nicht genau. Also ich schätze mal, bis ich daheim bin, bin ich so knapp vor 50 Kilometer oder auch etwas über 50 Kilometer. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich bin jetzt auf diesem Autobahnzubringer, also quasi der, wo von Freistädt, von der französischen Grenze Richtung Aachen geht an die Autobahn. Da komme ich jetzt gleich wieder drauf. Das sind jetzt vielleicht nur 300 Meter. Und dann laufe ich von da quasi wieder zurück bis nach Aachen. Ja, das sind vielleicht nochmal so 5 Kilometer, schätze ich mal 4 Kilometer. Und dann vom Autobahnzubringer bis zu mir heim sind es dann vielleicht auch nochmal 2-3 Kilometer. Ja, ich schätze mal so, wie gesagt, knappe 10 Kilometer. Dürfte sein, 8 vielleicht. Aber mit Filmen, das wird jetzt nichts mehr werden. Ich bin auch ehrlich gesagt so langsam ein bisschen kaputt. Und das Wasser geht mir auch aus. Das ist das Nächste. Ja, von daher, ich verlinke das dann auch von Komoot, die Tour, was ich da gelaufen bin. Könnt ihr nachschauen, wenn ihr wollt. Und ja, viel gibt es sonst nichts mehr zum sagen. Das war mein Beitrag zu dem Wanderevent Wir am Weg von Peter Offner. Und ja, mir hat Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefällt und der Kanal, würde ich mich natürlich freuen über ein Abo, über einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also dann, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch was. Gesundheit. Gute Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao.